Moin zusammen, heute Morgen wurde ich von dem lieblichen Zwitschern der Vögel geweckt und das bedeutet, der Frühling ist da und da müssen wir uns natürlich ganz schnell in den Garten begeben und irgendwelche wilden Projekte machen. Welches Holz wir davon nehmen, was da zu beachten ist, da haben wir ja schon mal ein Video zu gemacht und heute werden wir mal die Theorie in die Praxis umsetzen. Wir möchten uns ein kleines Hochbeet bauen, in meinem Falle wird das dann ein Kräuterbeet. Das habe ich vor vielen Jahren schon mal gebaut, das hält immer noch wie eine Eins und von daher kann ich das guten Gewissens auch an euch heute weitergeben. Zutatenliste, was brauchen wir alles? Ich habe mich für Douglasi entschieden und habe jetzt hier im Baumarkt die typisches Dachlattenformat 24 x 48 mm und habe die schon auf 400 mm abgelenkt. Das heißt, das wird hinterher die Höhe von unserem Fass oder Kräuterbeet. Dann brauchen wir für den Boden, habe ich ebenfalls Douglasi genommen, direkt so ein Nut- und Federbrett, das wir dann gleich einfach zusammenstecken können. Sparen wir uns ein bisschen Arbeit. Und mittlerweile in Kunststofffolie eingepackt, habe ich jetzt hier noch zwei Stahlbänder besorgt, ne, die dann hinter oben und unten einmal das Fass fixieren. Um das Ganze zu verbinden, nehmen wir ganz einfach hier ein paar Nägel. Die kloppen wir dann so zurecht, dass das Ganze als Niete funktioniert. Und Oberflächenbehandlung, wir werden das von innen einmal ausflammen, hier mit so einem Insektenverbrenner. Und dann gibt es noch eine Oberflächenbehandlung mit Leinölfirnis. Als Werkzeuge brauchen wir einen Taschenrechner, in meinem Falle jetzt mal ein Handy. Die Bandsäge wird am häufigsten benutzt und damit die Oberfläche noch ein bisschen schöner wird, nehmen wir auch noch mal die Abrichte dazu. Da müssen wir noch eine Nut für den Boden machen. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, Oberfräse per Hand rauskloppen oder wahrscheinlich einfach nur schnell und kurz an der Kreissäge. Gut, dann legen wir mal los. Ja, als allererstes müssen wir mal ein bisschen rechnen und der liebe Luca wird jetzt hier so eine kleine Animation für uns machen. Wir haben uns vorher überlegt, wir möchten einen Durchmesser von 400 mm haben und jetzt müssen wir zunächst mal den Umfang berechnen, damit wir auch wissen, wie viele wir von diesen Latten überhaupt brauchen. Das heißt, wir nehmen den Umfang mal Pi und dann haben wir einen Gesamtumfang von 1256,6 mm. Gut. Dann müssen wir uns als nächstes noch überlegen, wie breit werden hier die einzelnen Teile von unserem Fass, also die sogenannten Fassdauben. Und die werden hinterher, wenn sie zurechtgeschnitten und entsprechend abgerichtet sind, eine Breite von 45 mm haben. Das heißt, wir teilen jetzt diese Gesamtzahl durch 45 und erhalten einen leicht krummen Wert, also 27,92. Das heißt, wir brauchen 28 Stück. Naja, und von diesen 28 wird das letzte ein ganz klein bisschen noch verkleinert. Das heißt, das letzte Stück wird bei so einem Fass eh immer noch speziell angepasst werden müssen. Wir haben also jetzt hier unsere 28 Stück. Soweit, so gut. Die Breite haben wir. Jetzt müssen wir natürlich noch bestimmen, was wird hier für einen Winkel angesägt. Und auch das können wir jetzt natürlich relativ einfach bestimmen. Wir haben hier 360, also das ist der Gesamtwinkel des Kreises, geteilt durch unsere Gesamtzahl der Stücke. Das sind 28 und da haben wir dann ja so einen leicht krummen Wert von 12,85. Ja. Und da dürfen wir jetzt nicht davon ausgehen, dass wir an beide Seiten diese 12,8 anzeichnen, sondern wir müssen das Ganze nochmal durch 2 teilen. Und dann haben wir einen Winkel von ja, 6,42, also sagen wir mal 6,5, den wir jetzt hier jeweils links und rechts anbringen müssen. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Den Rest sehen wir in der Praxis. Ich habe jetzt den Anschlag mal auf die andere Seite gemacht, damit ihr einmal ein bisschen besser sehen könnt, was ich überhaupt mache. Ihr habt gesehen, hier ist jetzt so ein Winkel angeschnitten. Ich möchte ja, dass hier meine Fassdauben oben auch noch so ein bisschen und unten ebenfalls konig zulaufen, damit wir dann hier hinterher schön die Ringe drauf kloppen können. Da habe ich mir jetzt einfach diese Schablone gemacht. Kann man bestimmt schöner machen, aber die werde ich danach nicht mehr brauchen. Und da ist das jetzt hier schnell und einfach gelöst worden. Ich muss jetzt nur darauf achten, dass ich das hier vorne schön ranschiebe, hier festhalte und dann entsprechend hier das Ganze wegschneide. So, ein paar Arbeitsschritte weiter. Wir haben ein bisschen Kunst gemacht und zwischendurch hat der liebe Kameramann hier auch die Übergänge noch ein bisschen schön gemacht.
Wichtig ist, achso, Nut haben wir übrigens auch noch gemacht, habt ihr in der Kreissäge gerade gesehen. Wichtig ist, dass man, ja, wenn man mehrere Winkel an so ein Objekt anschneidet, sich immer überlegt, wie sorge ich dafür, dass ich immer noch möglichst viel Auflagefläche habe. Das heißt, den Winkel, den Schnitt hier zuerst gemacht, war die richtige Entscheidung. Wenn wir damit begonnen hätten, jetzt hier die 6,5 Grad auf beiden Seiten anzuschneiden, könnt ihr euch vorstellen, dann würde das jetzt nur hier auf so einer schmalen Kante balancieren. Dann können wir keinen sauberen Schnitt machen. Macht euch da also vorher einen Kopf drum, dass ihr immer so viel Auflagefläche wie möglich habt. Jetzt gehen wir einmal kurz zur Bandsäge, machen wie gesagt jetzt die 6,5 Grad, dann sind wir zu 85% fertig. Ja, jetzt müssen wir noch den Winkel einstellen. Da habe ich mir jetzt hier mal so eine digitale Winkellehre für genommen. Und eine digitale Schmiege. Jetzt können wir die hier auf 6,5 einstellen. So, das übertragen wir jetzt hier einmal. Schwenken den Tisch zur Seite. Und ich glaube, so sieht's gut aus. Ihr habt gesehen, ich habe den Anschlag jetzt hier auf die andere Seite gebracht. Und das werdet ihr jetzt gleich auch sehen, warum. Ich schneide jetzt erstmal hier meinen Winkel an und dann schauen wir uns die andere Seite zusammen an. Eine Seite ist jetzt schon fertig, alle anderen Dauben müssen jetzt auch auf einer Seite entsprechend ihre 6,5 Grad bekommen. Dann wird umgedreht und jetzt kommt der Vorteil, ich habe es auf die rechte Seite gemacht, damit ich jetzt hier den Anschlag habe. Das Werkstück fällt jetzt also hier gegen den Anschlag und vorher angezeichnet hier meine 45 mm kann ich dann entsprechend abschneiden. Ja, jetzt habt ihr gesehen, am Ende nochmal alles abgerichtet. Das hat jetzt einfach hier den Sinn, dass die beiden Flächen wirklich schön plan aufeinander liegen. Da kommt leider so ein bisschen der Nachteil von der Douglasie zum Tragen, Nadelholz. Und ja, wenn wir jetzt hier astfrei hätten arbeiten wollen, wäre der Verschnitt natürlich wesentlich größer gewesen. Das heißt, hier und da ist auch mal ein bisschen was rausgebrochen. Finde ich persönlich jetzt nicht so tragisch. Wir bauen ja hier kein Fass, wo irgendwie mal unser Single Malt drin lagern soll, sondern die Blumenerde. Ja, das heißt, wir haben jetzt nicht ganz so die großen Ansprüche auch, was die Dichtigkeit angeht. Und damit kann ich dann, wie gesagt, hier auch vollkommen mit leben. Wer es halt eben astfrei haben will, der muss halt eben astfrei sich machen und ja, ist mit einfach mehr Verschnitt verbunden. Jetzt habe ich die hier schon alle schön in Reihe nebeneinander gelegt, 28 Stück. Und ihr habt ja wohl nicht gedacht, dass ich mal eine Folge ohne Kreppband auskomme, oder? Normalerweise gäbe es jetzt hier einen, ich möchte mal sagen, Ersatzreifen, also einen Ring, mit dem man das Ganze jetzt schon zusammenkloppen würde. Das ist mir jetzt hier ein bisschen zu viel Aufwand. Und wir halten uns jetzt hier nicht so ganz an die Tradition, sondern ich will euch einfach eine etwas herkömmlichere Methode zeigen, die ein bisschen einfacher umzusetzen ist. Darum jetzt hier mal drei Streifen Kreppband. Ich warte immer noch auf das Sponsoring. Und dann klappen wir unser Fass jetzt hier einmal zusammen. Ja, unser Fass ist eigentlich schon fertig. Das Problem ist nur, erstmal sieht das Kreppband nicht so schön aus und ihr seht, es ist auch noch ein bisschen wackelig. Ich möchte das jetzt mit den Reifen spannen. Also Reifen sind einfach diese Metallringe, einer hier oben, einer hier unten. Und da muss ich jetzt zunächst den Umfang bestimmen und der Umfang ergibt dann die Länge von diesem Band und ja, das wird dann entsprechend noch gleich vernietet und hier drauf gekloppt. Wir haben ja hier diese Schräge angeschnitten und diese Schräge hat bei mir jetzt eine Länge von 11 cm und ich möchte jetzt hier im oberen Viertel dieser Schräge messen. Ja, also in diesem Falle sind wir da so ein bisschen über 2,5, irgendwie so 2,75 um genau zu sein, Zentimeter oder 27,5 mm. Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach eine Schnur, mache das so ein bisschen Pi mal Auge, also wer möchte, kann jetzt natürlich auch exakt die 27,5 abmessen. Schauen wir mal kurz, dass es hier so rundherum halbwegs gleichmäßig aussieht. Kommt, bevor das Gemecker losgeht. Oh, 27 hier. Wie sieht es hier aus? Ja, naja, ne? Gut. Also, das habe ich mir jetzt hier abgenommen und genau an der Stelle mache ich jetzt den Schnitt mit dem Cutter.
Zack, nochmal kontrollieren, dass so ungefähr hinkommt. Ja, gut. Warum habe ich das hier oben gemessen? Wenn ich das jetzt hier im unteren Bereich gemessen hätte oder sogar am maximalen Umfang, also am maximalen Durchmesser, dann macht der Reifen natürlich nicht mehr so viel Sinn. Ne? Wir wollen ja durch dieses keilförmige, also auseinanderlaufende, eine Spannung erzeugen. Das heißt, je weiter ich jetzt hier den Reifen gleich drauf treibe, desto mehr rücken die Dauben zusammen und desto dichter wird auch das Fass. Macht das Sinn? Gut, dann machen wir jetzt hier den Metaller. Das heißt, wir schneiden uns die Reifen zurecht. So, jetzt nehme ich mir hier das Seil und spanne das jetzt hier einmal entsprechend. Und an der Stelle, wo es aufhört, mache ich mir jetzt hier erstmal eine Markierung. Und jetzt möchte ich ja, dass das hinterher verbunden wird. Also es wird sich dann überlappen. Und darum werde ich dann hier auch nochmal, ja, so, was nehme ich hier mal ein bisschen noch Auge, auch wieder 6 cm möchte ich den Stahl überlappen lassen. Das heißt, hier wird jetzt das Ganze erstmal durchgetrennt und dann werden wir das ums Fass rumbiegen. So, wie ihr seht, biege ich das Ganze jetzt hier freihand. Wenn der Stahl etwas dicker ist, dann könnt ihr den auch einfach im Schraubstock einspannen und da entsprechend rumbiegen. Ich hätte ganz gerne ein breiteres Band gehabt, aber man mag es kaum glauben, es gab im Baumarkt nichts anderes mehr. Und alle anderen Händler, die wir hier in der Umgebung haben, haben geschlossen. Also müssen wir jetzt erstmal hier mit auskommen. So, dann die Stelle, wo sich das Ganze überlappt. Und einfach nur mal drauflegen und schauen, macht das Sinn? Ja, könnte hinkommen. Das machen wir jetzt mit beiden Reifen. Und dann wollen wir das Ganze vernieten. Die Drahtstifte habe ich jetzt hier links und rechts schon reingekloppt. Also von vorne sieht man die Köppe, das ist dann optisch ein bisschen angenehmer. Und hier stehen jetzt ungefähr so 3-4 mm über und werden jetzt mit dem Hammer platt geknoppt. Da gibt es unterschiedliche Materialitäten. Müsst darauf achten, dass der Stahl, der hier verwendet wurde, also bei den Drahtstiften, dass der eher weich ist. Ja, ihr habt gesehen, wir haben das jetzt hier zusammengekloppt, also schön fest vernietet und ich finde rein optisch sieht das auch gar nicht so verkehrt aus. So, jetzt setzen wir hier den Reifen drauf und ja, im ersten Viertel, da passt es. Unten habt ihr gesehen, habe ich auch schon drauf gekloppt. Und jetzt nehmen wir uns hier den Hammer und ein Stückchen Holz und jetzt kloppen wir das rundherum einfach nur da drauf. Könnt ihr hier vorne auch vielleicht mal ein bisschen auf den Spalt achten. Der wird jetzt hier schön nach und nach zugehen. Boah, ist schon soweit. Soweit schon ganz gut aus. Kann jetzt immer sein, dass hier die einzelnen Daumen so ein bisschen verschoben sind. Und den kriegt man jetzt auch noch kaum mit der Hand gerichtet. Da müssen wir dann ein bisschen kloppen. Die hier schön alle außen in einer Flucht sitzen und noch mal ein bisschen weiter spannen. Gut, hier oben kloppen wir jetzt auch noch ein bisschen nach. Dann können wir das Kreppband abnehmen und dann müssen wir noch den Innendurchmesser ausmessen, damit wir wissen, was für ein Durchmesser der Boden bekommen soll. Wir wollen jetzt hier einmal den Innendurchmesser bestimmen, den unsere Nut hinterlassen hat. Und da gibt es mit dem Zirkel einen Trick. Und zwar müssen wir es hinkriegen, dass der Abstand, den wir zwischen den Spitzen haben, 6-mal hier abgegangen wird. Und wenn wir genau bei 6 auskommen, dann haben wir hier auch entsprechend den Radius, den wir hinterher dann für unseren Boden brauchen.
Klingt ein bisschen kompliziert, wir machen das jetzt eben einmal zusammen. Und zwar steche ich hier jetzt den Anfang an, für euch mal die Markierungslinie, damit wir das auch hinterher schön sehen können. Und stelle mir jetzt den hier auf einen Abstand ein, den ich jetzt frei gewählt habe. Und jetzt stechen wir einmal kurz der Reihe nach ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt bin ich nicht ganz angekommen. Also ihr könnt sehen, da ist jetzt noch ein kleiner Abstand. Das heißt, ich drehe das jetzt hier ein bisschen kleiner. Nicht viel, ne? Da ist es ganz praktisch, wenn man dann hier so einen Zirkel hat, wo man das einstellen kann. Und jetzt machen wir die ganze Rundfahrt nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt bin ich tatsächlich, ich hoffe, ihr könnt es sehen, genau hier angekommen. Ja, das heißt, was ich jetzt hier bestimmt habe, ist exakt der Radius und damit mal 2 der Durchmesser, den der Fassboden hier haben muss. Damit er nicht ganz so knirsch ist, wollen wir da links und rechts jeweils so 2 mm Luft haben. Das heißt, die ziehen wir jetzt ab und ja, schneiden das Ganze an der Bandsäge dann zurecht. So, jetzt habe ich mir den Zirkel etwas kleiner gestellt, also wie gesagt so 2-3 mm. Oh, Junge, das läuft ja wieder richtig gut, ey. Ja, wer jetzt nicht mehr die besten Augen hat, dem empfehle ich, was auch sonst, ein bisschen Kreppband. So, hier einmal rumgewickelt. Hier oben auch nochmal zur Stabilisierung. Und dann kann man das auch entsprechend dem Riss, den wir gerade gemacht haben, nochmal eben nachfahren. Dann kann man es auch ein bisschen besser erkennen. Ja, um den Boden jetzt hier reinzukriegen, müssen wir den unteren Ring einmal wieder rauskloppen. So, jetzt können wir den schon rausnehmen. Und wenn das noch nicht ganz reicht, dann muss man den unteren auch mal ein bisschen lösen, allerdings nicht zu viel. Ich will nicht, dass mir jetzt alle Dauben wieder entgegenfallen. Also zärtlich. So, das labbrige Fass habe ich mir jetzt zur Seite gelegt und jetzt kommt von dieser Seite aus der Boden rein. Und jetzt muss man das hier so ein bisschen einfädeln. Upsala. Ja, das sieht auch soweit schon ganz gut aus. Mal kurz gucken. Ja, sehr schön, sehr schön. Wäre vielleicht noch ganz gut gewesen, die Seiten von unserem Boden anzufasen. Habe ich nicht dran gedacht, aber passt auch so. Und wollen wir noch einmal kurz schauen, dass hier die beiden Positionen, wo die Nieten übereinander stehen, gleichmäßig sind. Und dann kloppen wir es mal zusammen und schauen, ob das soweit stimmig aussieht. Ja, ich würde sagen, fast fertig. Jetzt bauen wir das Ganze wieder auseinander, denn wir müssen noch ein bisschen Oberflächenbehandlung machen. Und die machen wir draußen, denn jetzt wird's heiß. Also, fang, Luca! Ich hab einen Splitter!
Wir müssen natürlich noch einen kleinen Stabilitätstest machen, ob der Boden auch wirklich hält. Und da will ich mal kurz meine mageren 80 Kilo reinlegen. Ja, passt. Da sind wir auch schon bei unserem kleinen Fässchen. Ihr habt gesehen, wir haben die älteste des Menschen bekannte Oberflächenbehandlung vorgenommen, das Ausflemmen. Gerade im inneren Bereich vom Fass haben wir natürlich ordentlich Gas gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes, damit wir hier eine etwas dickere Kohlschicht bekommen. Darum habe ich jetzt hier auch leicht schmutzige Hände. Ist aber nicht weiter wild, wir fassen ja auch nicht das Fass von innen an. Hier außen haben wir das Ganze natürlich auch nochmal gemacht, nicht ganz so intensiv. Die Douglasie ist ja eigentlich durch ihren hohen Harzgehalt schon ganz gut geeignet für den Außenbereich. In der nächsten Saison wird das Ganze wahrscheinlich dann auch ein bisschen von diesem rosa Rotstich verloren haben. Und diese wilde Piratenoptik, die ist dann auch verschwunden, denn durch die Witterung haben wir hier wahrscheinlich dann eher ein graues Fass. Ist aber eigentlich auch gewollt und dann haben wir einen schönen Kontrast zwischen den schwarzen Ring und den restlichen Dauben. Zum Befüllen habe ich mir Tipps von Stefans Hobbygarten geholt. Das heißt, wenn ihr auch mal sehen wollt, wie man wirklich große Hochbeete bauen wollt, dann schaut unbedingt bei ihm auf dem Kanal vorbei. Der erklärt auch in aller Ausführlichkeit, wie man da am besten vorgeht. Wir haben jetzt ja kein richtiges Hochbeet gebaut, eher so ein Kräuterfass. Kurz zum Aufbau. Hier unten in dem Boden, da habe ich natürlich noch ein paar Löcher gebohrt. Das heißt, wenn hier mal irgendwie ein Schlagregen draufkommt, dann staut sich die Nässe nicht allzu sehr, sondern kann hier unten ablaufen. Damit jetzt nicht dauerhaft auch unten der Fassboden mit der Erde in Kontakt kommt, habe ich da erstmal mit Steinen ungefähr so eine Schicht von 5 cm aufgebaut. Darüber dann, damit es auch weiterhin ökologisch ist, wir haben ja jetzt hier auch alles eher natürlich aufgebaut, habe ich so einen Jutebeutel darüber gelegt und darauf kommt dann die Erde, damit die Erde dann halt eben nicht durch die Steine durchsackt, sondern, wie gesagt, dass die Steine halt eben auch nochmal so ein bisschen den Feuchtigkeitsstau verhindern. Ja, und dann ganz normal mit Blumenerde aufgefüllt, die Kräuter bepflanzt. Leider ein bisschen zu früh, gab dann über Nacht doch nochmal Frost. Aber ich bin voller Hoffnung, dass das hier trotzdem noch was wird mit meinem Pizzabelag. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und noch ein ganz wichtiger Tipp am Ende. Beim Gießen unbedingt darauf achten, nicht zu viel. Wir wollen das Fass ja nicht zum Überlaufen bringen. Ganz ehrlich, wie sich manche Leute verhalten, das schlägt dem Fass einfach den Boden aus. Wow. Zu schlecht?